diese Reise rein. Nein, nein, ich wollte ihm Rest Privatsphäre geben, denn tatsächlich war ich gerade am Schiffen. Also diese Reiserei mit so einem luxuriösen Fahrgestell, ja, das zählt schon ein bisschen an den Nerven. Aber no excuse, jetzt wird das Gym gerockt. Tatsächlich, ja, wir sind angekommen im Orange Fit. Was uns erwarten wird, sind wir gespannt, aber Johannes hat uns hierher gelotst und wenn Johannes uns hierher lotst, dann muss das Gym ja eigentlich Hand und Fuß haben. Wir gehen gleich mal hoch, ne, würde ich sagen. Boostet ihr euch? Ja, muss ich. Ja? Ich muss mal auf Tür. Und guck mal, Schnorrerschorsch denkt sich nur vor, hoffentlich haben sie noch einen Scoop für mich über. Ich habe eben noch gesagt, mein Pre-Workout ist in der Heubrause, aber da habe ich nicht mitbekommen, dass wir direkt zum Gym fahren, weil ich war so im Schlafmodus im Auto hin. Naja. Die letzten anderthalb, zwei Stunden so ungefähr. Und ihr werdet lachen, Sportfreunde, ja, da draußen. Wir sind pünktlich. Wir sind sogar vor Johannes am Stissel. Und warum sind wir pünktlich? Weil Arti Pirelli Piet gespielt hat. Tatsächlich, ja. Sie wurde geblitzt. Jill sagt noch, Arti, fahr lieber ein bisschen langsamer, wir haben noch Zeit. Arti ist natürlich so jemand, die kann nicht langsam fahren, weißt du? Für sie ist quasi die ganz rechte Spur beim LKW, ist für sie auch die linke Spur. Und dann hast du mal kurz geblitzt. Aber das ist halt hier egal, eine IT ist ja wohlhabend, die haut das Cash raus. Ja, diese Money-Bitch, weißt du? Nein. Wenn ein Lappen weg ist, dann holt sich aus der Ukraine noch. Magdalena. Bratislava. Martina Shevchenko. Kugelwerferin. Wo ich ganz allein Werferin, guck mal, sie stößt nicht. Ja, sie wirft die Dinger schon. Ich hab Arti noch nie werfen sehen. Frauen werfen generell so gay, also so extrem und laufen auch ganz komisch. Arti läuft gar nicht so schlimm. Nee. Aber. Ich kann's mal zeigen. Ja, aber wirklich mal ernsthaft. Lauf mal wirklich. Aber ohne dein. Nee, kennt ihr das tatsächlich noch aus der Schulzeit? Sportsfreunde, es gibt, glaube ich, immer nur eine einzige, es gibt generell, grundsätzlich gibt es auch immer nur eine einzige, die Ästhetik läuft und alle anderen laufen wie die letzten Milchkühe, oder? Das stimmt, das ist wirklich. Ich kann dir mal zeigen, wie gut ich werfen kann. Gib mir mal die Kamera, Schatz. Gib mir mal die Kamera. Gib dir was dir lieb ist. Dann werfe ich mal. Nein, das lassen wir an der Stelle. Wir warten jetzt, gönnen uns einen Booster und ja, was ist Feines wert? Lasst euch überraschen, die Kamera wird natürlich allgegenwärtig sein. Wir sind jetzt beim berühmt-berüchtigten Marco Polo. Wir waren hier schon mal mit dem guten Johannes Lukas und waren tierisch begeistert. Und seitdem dieses Wort, ja, Marco Polo gefallen ist, denkt Arti an nichts anderes mehr. Der Marco, der Polo, ja. Ein Koch von Weltklasse. Und wo starrt sie gerade schon hin? Was kann ich essen? Guck mal. Tagliatelle mit Kalbsleber und Steinpilzen. Du wolltest doch Leber essen. Ja, bestimmt hier sicher. Italiener, sehr gute Leber. Ja, stimmt. Ja, ich habe heute, glaube ich, heute oder gestern verlauten lassen. Ich will mal wieder heute in der Dusche mal wieder Leber essen. Warte, zusammen in der Dusche? Das ist der Moment, wenn wir einfach mal eigenständiges Video machen sollen. Mach so. Der Arm ist gerade so hilflos. Ja. Und musst zugucken. Ja, er hält eben die Spiegelreflexkamera und das ist wirklich keine Kamera für eine Hand. Bedeutet, beide Hände sind voll und die Mädels um ihn herum während Sai sein Essen filmt. Das Schlimmste ist, ihm läuft ja schon die Kugel runter und hat einen Pavlovschen. Und läuft mir schon das Wasser auf die Kamera raus. Ja, aber nur wegen Johannes. Wegen Johannes. Johannes ist eine Reißwanne. Ja, es ist einfach nur allgegenwärtig.
Das ist tatsächlich Fit Taste, ja, aufgewärmt in einem. In meinem Restaurant. Ja, damit es ein bisschen kulinarischer ausschaut. Und das wiederum ist unsere Vorspeise. Guck mal, wie du siehst den ganzen Käse dazwischen. Oh, das ist einfach nur. Also, das Ding wurde gerade im Käseleib, Schande über unseren Haupt, dass wir das Ganze nicht gefilmt haben, flambiert, ja. Dann gab es sogar noch Trüffel aufs Haus. Hier Trüffel, Mann. Ja, ich rieche es. Und Wahnsinn. Hier Rinderfilet Medium. Alter, das ist gigantisch. Wow. Ich freue mich. Ich freue mich hart. Und das ist eine Vorspeise, Mann. Ach, was? Ernsthaft? Ja. So, liebe Community, jetzt seht's mal. Ne? So sieht es zu Hause immer aus. Die Dame schnabuliert mir, aber es weckt mir die letzten Haare vom Kopf. Da muss doch gefüttert werden, ne? Oh, klein Schillinger. Schildkrötenbauch. Was soll denn, ey? Wie so eine Schildkröte fühlt sich das an? Ja, ja. Wie so eine Schildkröte fühlt sich das an? Ey, wenn du rausschlägst, sind wir ein Plattenpanzer von der Schildkröte. Stimmt. Bodybuilder Problems. Willst du jetzt noch essen? Oder? Und Schillinger bekommt nichts. Nein. Der ist so ein. Ich hoffe zumindest. Du willst, du willst das noch essen, ja? Ja. Ja? Okay. Also theoretisch ist ein sehr guter Esser. Ja. Also sie kann essen, auf jeden Fall. Mehr als Zeit. Definitiv. Das ist doch nicht schwer. Aber die Portion ist überschaubar. Die musst du wegmachen, Zai. Ihr seid dabei, Community. Was lassen wir uns einfallen? Johannen da. Oh. Das ist ja süß. Geh mal weiter. Gestatten. Ah, das ist auch wie Schnitzel. Das ist Hähnchen. In Parmesan haben wir jetzt Hähnchen. Da hat er sich nach dem Wiener Schnitzel bestellt. Ja, Parmesan und Parmesan. Also Käse und Parmesan. Und was wollen wir uns einfallen lassen? Johannes, was lassen wir uns einfallen für Cy, wenn er nicht auf ist? Morgen irgendwie also eine extra Runde schon, oder so? Also noch viel schlimmer als eure ganzen komischen Challenges oder Lass Treppen. Uns das aus sportlicher Sicht machen. Aus sportlicher Sicht? Ja, wie wir ihn richtig gequält bekommen. Sodass er sich in Unterhose. Das ist ja für ihn keine Überwindung. Ja? Aber ich finde, lieber mit Gewicht spielen oder so. Ich finde, so ein 100er Satz mit Cluster, Kniebeuge mit Clustern wäre. Hinter der Kamera, ich muss das erklären, bei der Boxershot-Idee grinst er ganz leicht. Und eben mit dem 100er Satz macht er ihn hier. Nur viel dazu. Also, gute Idee. Gute Idee, oder? Guten Hungersatz. Ein 100er Satz, Cluster. Oh, ist das gut? Ja. Probierst du erstmal. Ich hab schon. Also ich kann bestätigen, es riecht auf jeden Fall richtig gut. Tada! Bosch Girls, sind wir am Start. Es ist tatsächlich früher Morgen und wer ein bisschen den Road to Glory Kanal verfolgt hat, der weiß im Grunde, dass es nicht unsere Zeit ist. Ja. Und er weiß, dass wir uns in einer Location befinden, die wir schon mal gehabt haben. Tatsächlich, das New Berlin, ja. Das New Berlin Hotel, wir waren jetzt zum zweiten Mal hier. Diesmal den Kontrast gehabt, letztes Mal Oldschool, heute, letzte Nacht so ein bisschen auf Schicki. Auf Design, ja. Bin zum ersten Mal hier. Das ist ein schönes Zimmer. Also, ich habe schon gesagt, nachdem Schatzi mir auch gesagt hat, dass wir beim ersten Mal auch super, super zufrieden waren und ich das Hotel auch super finde, dass es definitiv ein Merkmal ist für die nächsten. Wir sind Fitness-YouTuber, ja. Ziemlich angebunden an eben die Geschwindigkeit des Netzwerks, gerade primär, wenn man das Videomaterial vom Vortag hochladen möchte und es über Nacht 20% geschafft hat oder wir jetzt eigentlich einen Livestream mit euch machen wollten per Facebook. Auch das womöglich nicht klappen wird, wir machen gerade einen Speedtest, aber der ist auch zwischen gut und böse und demnach erfreuen wir uns an einem leckeren Buffet, das wiederum ist spitze, genau wie die Zimmer, aber deswegen würde ich nicht wieder herkommen. Das nächste müssen wir dann ausprobieren. Mal vielleicht im Internet auch nachsuchen, wo die besten Referenzen sind, welches Hotel das beste Internet hat. Sofern sie unser Budget passt. Ja, aber da sieht man mal, wie abhängig man davon ist. In dem Sinne, lasst es euch schmecken. Da steht ein halbnackter Mann im Bad. Und kommt auf Schandtatversuche. Jetzt wird es ernst. Schaut mal. Man könnte ja meinen, aufgrund meiner Haarpracht, dass ich die Haare selbst gemacht hätte, ja? Aufgrund des Gelbstichs. Und das ist auch vielmehr der Grund für, warum wir das Ganze jetzt nochmal machen. Das erste Mal haben wir es tatsächlich professionell machen lassen. Haben uns allerdings vorgewarnt, dadurch, dass ich extrem dunkles Haar habe und einen leichten Rotstich, dass das Ganze definitiv noch nicht ideal wird. Denn wir wollen silbergraue Haare und nicht so ein Pumuckl-Style, was wir jetzt gerade zu finden haben. Und demnach
Ja, die Atti, die hat jetzt schon wieder ihre Handschuhe ausgezogen, aber... Ich werde zu Werke gehen, mit schwarzen Handschuhen. Wie war das mit den Fisten? Was war das noch? Ja, jetzt schauen wir mal, was bei rumkommt. Man sieht sogar schon, stellweise hier, da habe ich schon den Ansatz an Farbe, wie wir ihn haben wollen. Warte mal, die Kamera fokussieren, ja, jetzt. Bin ich mal gespannt, wenn wir da noch mal rangehen, was mit den Haaren da passiert. Eventuell im Worst Case, wenn wir mich gleich mit Glatze wiederfinden. Wollte ich gerade sagen, im allerschlimmsten Fall sind die Haare einfach jetzt dann abgefault, wenn ich fertig bin. Ich bin keine gelernte Friseuse, definitiv nicht. Ich bin auch nicht Friseurin. Mittlerweile. Machst du dir auch keine Freunde? Ja, also Entschuldigung alle, die in diesem wundervollen Metier tätig sind. Wir schätzen euch alle. Wir wissen, wie wenig ihr verdient. Und die meisten machen einfach nur geniale Arbeit. Nein, also ich wollte damit nur sagen, ich bin damit auch nicht wirklich sehr talentiert. Wer mich kennt, sieht, dass meine Haare fast immer gleich aussehen. Weder was Frisur angeht, noch sonst irgendwas. Dementsprechend, ja, fehlt mir da ein bisschen die Übung. Und wir werden gucken. Ja, du siehst richtig gut aus. Wisst ihr, wie geil er gestern Nacht ausgesehen hat? Ja, gestern war echt richtig, richtig heftig. Das waren die... Bisschen Noodle Gains. Bisschen Noodle Gains? Bisschen sehr viel Noodle Gains, wie ihr gesehen habt. Plus ein bisschen Cardio danach. Das hilft ungemein. Du hast noch Cardio gemacht? Mhm. Hab ich gar nicht mitbekommen. Du warst ja auch schon schlafen. Guten Tag, meine Freunde. Ja, da sind wir frisch. Ja, zum einen gestärkt, wie ihr gesehen habt. Zum anderen hat die Haarpracht jetzt nicht wirklich funktioniert. Die Haarpracht ist noch dran. Also das ist vielleicht die positive Nachricht am Rande. Aber es hat nichts gebracht. Nichts. Also es sollten doch professionelle Hände machen. Bedeutet nächste Woche wieder Agmatinkur. Wie cycelt zu Agmatinen? Oder erzählen Sie das mal. Es ist eine Halbwertigkeit von 8 Stunden. Das bedeutet dreimal am Tag, ja? Ja. Und der Sai hat mir schon vorgeschlagen, na gut, wenn du so einen Rotton drin hast, wieso machst du dann nicht einfach die Farbe deines Shirts? Das würde auch zur Gesichtsfarbe im Moment passen. Ja. Also vielleicht sollten wir mit Rot arbeiten. Was hast du da für einen nicen Drink in der Hand? Ja, die haben uns Johannes Lukas und Family mitgebracht. Keksbeet, sie haben keine Verwendung dafür, weil es mit 150 Milligramm Koffein schon nur sowas kommt. Und Kohlenreisen auch noch drin gesehen. Ein paar Carbs. Also ich würde sagen, gönnt euch. Denn hier, das ist sein Booster. Sein Rest, ja, sein Booster. Mhm. Du hast heute eine Mahlzeit mehr. Oder hast du gestern nicht eine Mahlzeit ausgelassen, dass du heute noch eine ranhängst? Ich habe den Reis rausgeschmissen und habe nur das Huhn gegessen dann. Ja. Weil ich dachte, ey, die Proteine muss gewesen reingehen. Er ist voll kreativ, ne? Ja. Würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich, Jelinger? Bis gleich. Wenn man Hit-Cardio. Wir fangen, glaube ich, mit Hit-Cardio an, oder? Ja, oh, dreh mal rum. Also wenn Jill mit Hit-Cardio anfängt und danach noch trainiert. Was der Jill nämlich nicht weiß, ist, das wird richtig anstrengend. Deswegen sind wir doch hier. Das heißt nicht grundlos. Ich bin total gespannt, wie er sich anstellen wird, wie du dich anstellen wirst. Ich mach bisschen Schulter, bisschen Arme. So. Du machst schön mit nachher. Ich wollte schon rausreden. Brauche ich mal raus mit. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Erstmal gibt's Cluster. Schon wieder? Ja, Kreuzheben. Ja, du hast ja als zweite Disziplin noch Kreuzheben auf dem Zettel. Ja, geil. Und das müssen wir heute einfach mal üben. Ja, definitiv. Üben. Also beim letzten Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich kündige aber euren Videos auf eurem Kanal besser Videos an als auf meinem eigenen. Ja. Vorbildlich. Vorbildlich. Auf jeden Fall. Aber nur weil ich die Pistole auf dich richte. Nee, weil es mir nicht so peinlich ist, für andere Werbung zu machen wie für mich selber. Ah, das ist eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es ein guter Ansatz. Also wirtschaftlich schlecht, ja. Charakterlich ein guter Zug. Super. Deswegen bin ich auch so mega erfolgreich. Herr Sportsfreunde, ne? Jetzt erstmal zu Beginn ein Challenge. Ich habe ein Tutorial. Ich hab kürzer als du, ich hab noch weniger. Glaube ich nicht. Komm, aber wirklich. Ihr müsst in diesem Moment euren Tipp abgeben. Wer hält länger um? Wer hält länger um? Abstand, fertig, ne? Oh! Ihr könntet es auch mit euch. Jetzt habe ich die Idee raus. Ich drehe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Geschmeidigkeit. Ist das so eine Bewegung, die der Ding ist?
Seite. Ja, aber das, man macht hier nicht so, man muss hier leider so machen. Muss man ja, was? Aber. Steuern. Jetzt mal ernsthaft, muss man kreisen? Man muss kreisen. Okay, man muss kreisen. Ich dachte, das ist kein Name. Wenn ich so machen würde, würde ich ja nur okay, aber so. Hey, komm schon. Das war nicht schlecht. Jetzt mal rein. Drei, zwei, eins. Alter, wir sind so untalentiert. Ja. Das sieht voll leicht aus, Mann. Das, sie bewegt sich gar nicht, ne? Nee, Mann. Sie bewegt sich gar nicht. Alle machen so. Ja. Oh, oh. Jetzt möchte ich dich mal... Hier, komm. Der kann das. Pass auf, der kann das. Der war eine Ballerina. Ja, ich mache ein bisschen... Locker, die. Locker. Schade, das gibt's doch gar nicht. Woo! Herrlich. Mit Bewegung. Aber lang nicht so gut wie hier, ey. Richtig, richtig nice. Ich würde sagen, ihr macht heute euer Workout, ja? Und ihr holt mich nachher hier ab. Das könnte auch ein Gym sein werden, Mann. Ja. Wie ist eigentlich der Anfang? Muss ich so anfangen oder muss ich so anfangen? Das ist egal. So. Ist egal? Du musst ein Gefühl für deine Mitte bekommen. Hast du den Schwung geholt auch? Hast du den Schwung geholt angeschoben? Ui! Hey, das mal ein bisschen elegant aus, mach mal eine Kür drauf. Mach mal noch einen zweiten. Ja, komm, du musst elegant aussehen. Oh, verkauf! Mach mal, nie einen Arm ein. Was? Du willst doch nur, dass ich mich verletze. Mach mal da oben auf. Und das ohne die Reifen fliegen zu lassen, bitte? Oh, ist für gleich lesen. Welch eine Grazie, welch eine Grazie. Das ist ja ehrlich. Also einfach mal einen Ring nehmen, ausprobieren, liebe Herrschaften da draußen, Arsch vom Sofa bewegen und einfach mal Gas geben, man jedes bisschen kreisen lassen. Seid ihr jetzt aufgewärmt fürs Mobility-Training? Hüften sind geschmeidig. Sehr schön. Ja. Bist du wirklich so voll am Schmerzen? Ja, Mann. So, Sportsfreunde, Sonntag, 21.54 Uhr, aber wie wir mittlerweile gelernt haben, ist es eigentlich gehüpft wie gesprungen, ob Sonntag, Montag, Dienstag oder Mittwoch, denn wir Hartzis, wir können uns das erlauben. Ja, aber ehe es wieder heißt, ja, wo ist denn das Outro, wieso endet das Video so abrupt, wollten wir uns den Feierabend nicht vermiesen lassen anhand solcher Kommentare, denn es gab natürlich noch einen Abschluss und zwar in Form von... Hatti, was gibt's Leckeres? Also unter diesem sinnlich anmutenden Spiegelei ist ein Burger, ein Simmentaler Beef Burger. Ja. 200 Gramm mit genau. 11 Gramm, nee, und unter, ne? Und 7 Gramm Fett? Ich meine 11. 11 Gramm, mhm. 11 Gramm Fett auf 100 Gramm. Mhm. Komplett ohne Carbs. 000, tatsächlich. Tomaten schmecken. Ja, wenn du die Tomaten schmecken willst. Aber den Scheiß haben wir uns auch mal angetan. Also, wir machen uns jetzt lächerlich drüber. Die Greens, es sei denn, es ist natürlich Greens am Start, genau, wie Kohlenhydrat, wirklich genau. Reiche, süße Sachen Kartoffeln, wie... Süßkartoffeln, bei den Früchten wäre es dann Bananen, Melonen, alles, was genau. Sehr, sehr süß ist. Genau, genau. Also man muss manchmal nicht päpstlicher sein als der Papst. Es sei denn, ihr haut euch so einen fetten Obstsalat rein. Dann sieht die Welt natürlich anders aus, wenn ihr so ein Kilo Früchte wegmacht. Aber genug geschnackt. Das oben drauf sind im Übrigen die epischen Nutrifull-Soßen in Mayo, Spicy Garlic und Barbecue. Und ein bisschen Senf haben wir noch. Und darunter ist noch so ein Gouda Light. Also Käse plus Fleisch hoch. Und in dem Sinne, lasst es euch schmecken, macht euch einen gediegenen. Vielen Dank fürs Anschauen. Ja, wir freuen uns auf die nächstfolgenden Videos zusammen mit Johannes Lukas. Wir waren ja nicht da, um Däumchen zu drehen. Freut euch drauf, das wird ein Highlight. Tschüss.